Für die Nextorch TH30C Max gibt es optional auch einen Führungsring, eine Führungshilfe. Das ersetzt den Gürtelclip und der Taschenlampe. Das heißt, der alte wird einfach abgezogen und dafür wird dann diese Führungshilfe angesteckt. So, was ist damit jetzt möglich? Sinn der ganzen Sache ist, dass man die Lampe einhändig relativ gut halten und bedienen kann. Es gibt jetzt verschiedene Arten, die damit zu tragen. Ich denke mal, vorgesehen hauptsächlich ist es, dass man mit dem Zeigefinger durch den Ring durchgeht. Dann hat man diese Lampe so eine Art Pistolengriff, kann dann hinten auf einen Taster drücken. Wenn man sie jetzt hängen lässt, lockern, hat man sie nicht mehr in Händen, hat die Hände frei, um irgendwie Dokumente oder sowas zu lesen, was man wieder braucht. Einfach nur kurz wieder nach oben schleudern, wie auch immer. Man kann sie auch komplett so in die Hand nehmen, dann kommt man allerdings nicht mehr an die Taste ran. Alternativ kann man es halt auch in der Hand tragen, entweder wieder über den Zeigefinger. Dann habe ich ein paar Probleme, hinten noch an den Taster bequem ranzukommen. Wenn man so einen Mittelfinger hat, dann geht das relativ gut, aber dann hat man sie halt auch immer in der Hand, egal wie man es jetzt gerade hält. Man kriegt es also nicht so schön nach außen an die Außenseite der Hand, wie zum Beispiel, wenn man es im Zeigefinger hat. Ups, dann könnte man auch nach außen schleudern oder wieder nach hinten. Ist also hauptsächlich wahrscheinlich für deutlich größere Hände, als ich sie habe gedacht. Ja, man kann ein bisschen mit rumexperimentieren, aber das Problem ist immer hauptsächlich, wie kommt man dann noch an den Taster bequem ran? So richtig gute Lösung habe ich jetzt nicht gefunden. Muss man wahrscheinlich echt ein bisschen mit experimentieren oder halt doch größere Hände brauchen als ich. Wenn der Ring jetzt ein bisschen weiter am Ende sitzen würde, denke ich mal, würde es ganz gut funktionieren. So ist halt ein bisschen knapp für mich. Kann man auch immer noch als Gürtelclip benutzen. Und wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, wenn man jetzt ein bisschen zu sehr dran zieht. Also auch wenn man sie so in der Hand hat und dann irgendwie mal hängen bleibt oder sowas, dann kann es halt passieren, dass dieser Clip einfach wieder abgeht. Es wäre schön, wenn der jetzt noch ein bisschen fixiert ist. Könnte man vielleicht mit einem Kabelbinder oder so nachträglich machen. Aber ja, ist ein bisschen locker dafür. Und wie gesagt, nur für große Hände richtig gut bedienbar. Da ich mit dem taktischen Ring der Nextorch TH30C Max jetzt nicht so super zurechtkam, weil er mir einfach ein bisschen ja, zu weit vorne sitzt und ich die Lampe damit nicht gut einhändig führen kann, habe ich mir jetzt einfach selber einen taktischen Ring 3D gedruckt. Und für die Montage erstmal den alten Clip entfernen, dann die Tailcap lösen. So, jetzt hat man hier einen Adapterring, der muss zuerst einmal aufgesteckt werden. Und sitzt dann in der Nut dort, wo normalerweise der Clip drin sitzt. Und jetzt wird der taktische Ring einfach oben aufgesteckt, da drauf geschoben und über die Tailcap wieder gesichert. Und jetzt hat man den taktischen Ring da dran. Zum Halten der Lampe gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ganz klassisch den Tactical Grip. Da hat man jetzt noch eine zusätzliche Unterstützung, dass die Lampe nicht durch die Hand durchrutschen kann. Braucht man nicht mehr ganz so fest umklammert halten. Alternativ den ganz klassischen Cigar Grip mit zwei Fingern. Der Daumen drückt den Taster und steuert die Lampe. Oder so eine Art modifizierten Cigar Grip, dass man die dann so umgreift. Sehr stabil, wackelt überhaupt nichts mehr. Und ein sehr sicherer Griff. Und die Taste kann man dann mit der Innenseite der Hand drücken. Das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. So, glaube ich, meine bevorzugteste Art, diese Lampe zu führen. Ja, falls ihr das selber drucken wollt, die Dateien für den Druck, inklusive der Originaldateien von FreeCAD, gibt es unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr es runterladen, drucken oder vom Freund drucken lassen. Und würde mich freuen, wenn euer Feedback dazu in den Kommentaren hinterlässt. Dann kann ich da vielleicht noch ein bisschen was verbessern.